Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist der zweite Teil von dem ersten Spiel zwischen Team Liquid und Alliance aus dem Dota Cinema Invitational Turnier. Es tut mir leid, ich musste dieses Video leider in zwei Parts splitten. Es ging nicht anders. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, dann drückt einfach auf die Anmerkung, die jetzt aufgeploppt sein müsste. Und für alle anderen, die das Ganze über Handy gucken oder falls ihr die Anmerkung vergessen habt, dann schaut einfach in der Beschreibung nach, dort ist er verlinkt. Also einen einzigen Klick weg. Und ich wünsche jetzt allen anderen viel Spaß mit dem weiteren Spiel. Ich sollte eigentlich als Double Time Rapper auftreten, glaube ich. So schnell, wie ich gerade gesprochen habe. Oh, na gut. Ich hoffe, es war trotzdem klar und flüssig in der Aussprache. Ja, also falls ihr irgendwas nicht verstehen könnt, dann sagt Bescheid. Dann versuche ich ein bisschen langsamer zu sein. Das Ultimate auf Stormspirit. Ein bisschen Schuss in den Ofen. Allerdings, Nightstalker, der will es wissen. Der will es wissen. Schönes Ultimate von Ashe Brush. Da könnte was drauf gehen. Und Stormspirit geht down. Stormspirit geht da. Ja, Aegis, aber er geht down. Schön den Aegis verhindert. Also das war sehr gut gemacht von Alliance. Wunderbar ausgenutzt, dass die Nightstalker hatten mit Invis und natürlich Ancient Protection Ultimate. Hervorragend. So muss das sein, aber dennoch ein harter Schlag. Ein herber Schlag, den die rücknehmen mussten. Da sehen wir jetzt auch, wusch ging das nach oben. Und das auch, wusch nach oben. Also sehr, sehr schön gemacht. Definitiv. Alliance nicht schlecht mit dem Nightstalker und mit dem Rauspicken des Aegis, aber Stormspirit, 10 Ladungen auf seinem Bloodstone, das ist kein Pappenstiel. Das ist gar kein Pappenstiel. Und er hat jetzt Boots of Travel. Keine Ahnung, wofür für das braucht. Er kann eigentlich sich von einem Ende der Map zum anderen mehr oder weniger Blitzkugeln. Das ist auch mal ein Ausdruck, ne? Blitzkugeln. Und ich halte mich bis jetzt eigentlich ganz gut, finde ich, von diesem ich mache keine blöden Witze. Angang, den ich hier machen möchte. Ja, so. Ja, nein, jetzt muss ich jetzt irgendwas überlegen. Noch so ein Teamfight dürfen die auf gar keinen Fall riskieren. Auf gar keinen Fall. Muss natürlich ein bisschen farmen, klar, aber dann ist gut dabei. Jetzt muss was gehen. Aber dann holt sich Double Damage schon. Und da kommt der Smoke. Da ziehen die alle in der Wasserpfeife und machen den Smoke. Banner rastet komplett aus 522 Movement Speed und bekommt noch den Schild von Abaddon hinterher. Juggernaut sollte aufpassen. Also das ist nicht der Zeitpunkt, um loszulaufen und er wird komplett rausgesnackt. Gar keine Chance. Admiral Bulldog bekommt den Last Hit dieser Stelle. Ja, das war blöd von Juggernaut, kann man nicht anders sagen. Das hätte man wissen müssen. Hätte man merken müssen, dass irgendwas geht. Vor allem die Nirgendwo sind genauso wie Templar Assassin. Das ist strohdoof, was die hier macht. Und das, was die hier machen, also ich weiß echt nicht, was der hier sucht. Nach dem ersten Gank hätten eigentlich alle merken müssen, es wird bitterer Ernst. Nach dem ersten Gank auf den Juggernaut hätten die wissen müssen, es wird jetzt angegangen. Und klar, er portelt sich zurück, aber Ballana ist sauer, er ist hungrig. Und er kann silenzen. Also, mit genug Aggression kriegt er das hin. Er hat da Armlet, er ist schnell genug, er ist stark genug. Bam. Aber wieder scheinbar nicht. Weiß auch nicht, wer den Witch Doctor gesehen hat. Wahrscheinlich wunderbar ist Juken hier. Aber um zu Juken, hätten die sich kurzzeitig sehen müssen. Weiß nicht. Ich meine, damit der Witch Doctor Juken, hätte der Witch Doctor den Ballerina sehen müssen. Und wenn der Witch Doctor von hier den Ballerina sehen kann, damit er weiß, dass er Juken muss, dann hätte der Ballerina auch den Witch Doctor sehen müssen, rein theoretisch. Und wenn beide sich gesehen haben, wäre eigentlich der Witch Doctor in minus 3 Sekunden tot gewesen, ja? Aber das war ja nicht, also war das Juken mehr oder weniger Zufall. Es sei denn, irgendeiner möchte mich hier erleuchten und mir sagen, dass er das so wunderbar predicted hat. Jetzt rastet Ballerina allerdings hoffentlich aus, denn ich will irgendwas Cooles sehen von dem. Stormspirit mit Boots of Travel sollte er vielleicht mal benutzen, Mr. Kanonenkugel. Wunderbar, das macht er sehr, sehr schön. Während der Witch Doctor eigentlich sich auch teleportieren soll, zumindest erfüllt er hier keine vitale Rolle. Aber kann man sehen, wie man will. Vielleicht gefällt es mir da oben, ne? So ein bisschen ruhig und entspannt. Kein blutrünstiges Monster der Dunkelheit, das ihn töten möchte. Jetzt fängt auch noch ein Taumportal an. Ich dachte, dem gefällt die Ecke so ein bisschen, ne? Ich meine, klar, der ist auch so in Armee-Outfit. Ist ein alter Kriegsveteran. Wurde mehrmals gefressen von so einem Nightstalker. Ist gar kein Bock mehr. Ich so, ne? Ne, da gehe ich nicht wieder zurück. Ne? Nicht mit mir!
Und der chillt da immer noch. Da weiß auch nicht, was er macht. Also, der gute Fluff ist ein bisschen. Er ist ein bisschen sehr kuschelweich an dieser Stelle. Weiß nicht so wirklich, was der hier machen will. Wunderschön jetzt allerdings die Aktion von dem Juggernaut, der sich wieder zurück teleportiert. Sehr nett gemacht. Ist natürlich während seines Blade Furies unantastbar für Magie. Das heißt, kann nicht gestunt werden. Sehr schön. Ich finde die Maske von ihm lächerlich. Ich meine, es ist wirklich schön, dass er alles hier versucht zu klären. Es ist wirklich schön und sehr nett. Aber die gehen so ein Risiko hier ein. Vor allem sollte man ja nicht noch mehr füttern. Jetzt allerdings der Go of the Disruptor. Wunderschöne Wolke an dieser Stelle. Und der Go vom Witch Doctor. Und der erste geht einfach mal komplett down. Aber dann ist stinksauer. Und da kommt das Saupol und wird schnell genug kommen. Es kommt schnell genug. Nice. Nice. Geile Aktion. Nett gemacht. Schön. Gefällt mir. Und ich habe ihn kritisiert. Lächerlich. Während Tempest das noch mal drauf geht. Also mir kommt so vor, als wäre diese Aktion hier mit dem Rorschach die Wendung gewesen im Spiel. Das gefällt mir. Ich mag so ein bisschen Rambazamba im Spiel zu haben. Nett. Auch wenn Templar Assassin nicht wirklich viel hat zum Damage machen. Er sollte jetzt vielleicht auf Desolator sparen oder sowas. Und Juggernaut 05 und ist immer noch so mutig, dass er hier in der Mitte stehen kann mit dem erstbesten Helden Witch Doctor, der hier ist und nichts tun kann. Also, ich weiß nicht, ich wäre vielleicht nicht ganz so optimistisch. Klar, das Ultimate ist weg und es ist keine Nacht, aber dennoch, falls er gegankt wird durch Smoke, es ist nicht so, dass er wunderbar viel Zeit hat zum Entkommen. 5 Sekunden und danach ist er einfach tot. Das weiß er aber selbst auch. Und trotzdem macht er's. Also ein bisschen gewagt. Alliance fühlt sich meiner Meinung nach ein bisschen zu sicher. Auf Visage liegt der Smoke. Und der Abaddon mit Mjölnir, also. Der Junge wird echt noch abgehen. Ist ja jetzt schon eine Tötungsmaschine mit 163 Creep Kills. Aber die andere kommt hinterher. Storm Spirit 155, Templar 148. Gar nicht mal so übel. Und danach Visage mit 104, also weit abseits. Sniper Sentry Dash ist gut wieder zurück ins Spiel gekommen, nachdem er am Anfang gar nichts hatte. Ja, also Admiral Bulldog hat sich am Anfang wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, ist aber schön wieder ins Spiel gekommen. Zwei Bracer, damit er ein bisschen länger überlebt. Sentient Dash zum Chasen, zum Mobility haben, eigentlich für alles. Ein wunderbares Item. Sieht man viel zu selten. Damals, so in den ersten 3 Jahren Dota, habe ich das auf fast jedem Helden immer gebaut. Ich weiß, das sollte man auch nicht, aber ich finde, das ist ein sehr starkes Item. Was ich sagen möchte, ist, das wird sehr stark unterschätzt. Vor allem von vielen in Public Games. Falls man mal so auf Guides achtet und so, kaum ein Guide empfiehlt das. Und ich finde, es ist ein so starkes, so vielseitiges, so schönes Item, was auf sehr vielen Helden Sinn macht. Auf sehr vielen Helden macht das Sinn. Klar, es ist nicht auf sehr vielen Helden das First Item, aber es macht Sinn. Ich habe sogar mal Builds gesehen, wo Nightstalker das hatte. Ja, das macht vielleicht weniger Sinn, aber es funktioniert damit auch. Nicht das Beste, aber es funktioniert, das möchte ich damit sagen. Ein gutes Allround-Item. Wobei das mit Nightstalker eher belustigend war, aber na gut. Ich meine, er hat 5000 Gold in etwas gesteckt, was er hätte besser investieren können. Sagor vielleicht auf Stormspirit, teleportiert sich weg auf ein Ultimate. Möchte natürlich schauen, was geht. Bekommt immer wieder die Unterstützung vom Witch Doctor, wenn der Not am Mann ist. Und sein Ultimate macht Damage. Es macht verdammt viel Damage. Hat auch schon Ultimate Orb. Also ich weiß nicht, was es werden soll. Lincolns 4 können das werden. Es könnte vieles werden. Ich denke aber Lincolns. Das macht am meisten Sinn. Oh, sehr schön. Hat der Auto noch was gestealt? Ein bisschen Ruhe im Spiel gerade wieder angekommen. Ist für mich vielleicht der ideale Moment, um einen kleinen Schluck Tee zu trinken. Normalerweise sollte der Shoutcaster das dann immer als Pause benutzen, damit sein Kollege spricht, aber das ist hier sehr schwer. Ihr seid mit dem anderen sind die Stirn in meinem Kopf gemeint. Aber ja, aber dann farmt sich eigentlich hier ziemlich gut, aber Storm Spirit hat gut aufgeholt, hat ihn sogar überholt, kommt jetzt auf 200 Creep Kills nach 30 Minuten, das ist not bad, es geht. Juggernaut sollte versuchen, Level 16 zu erreichen.
Und deshalb braucht auf jeden Fall ein paar mehr Wards. Weil hier ist nichts. Also dieses ganze Stückchen hier ist komplett unsichtbar. Für die. Schon respawnt in einer Minute. Ich denke mal, jede Seite überlegt sich, noch eine Minute zu warten, Roshan zu holen und dann loszulegen. Denn beide weichen gerade extrem akribisch einem Fighter aus. Also einfach jeder. Nightstalker mit dem Ultimate am Start. Natürlich schauen, ob ich hier irgendwen snacken kann, aber wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hat immerhin das Ultimate disabled. Wenn Roshan wieder da ist, dann könnte es eigentlich gehen. Ancient Operation dewarded. Sehr schön. Haben die auch gemerkt, wieso sind die Creeps ja nicht gespawnt? Waren die ein bisschen überrascht? Auf gut Deutsch. Ja, sehr viel Ruhe im Spiel. Keine Seite möchte sich nochmal so eine Blöße geben. Also vor allem Alliance möchte nicht nochmal so einen Fight um Roshan hier riskieren. Und die Jungs von Team Liquid suchen einen Zugang. Team Liquid natürlich bekannt von der Seite Team Liquid. Eigentlich die Anlaufstelle für alle Fragen rund um StarCraft. Eigentlich auch Warcraft und Dota. Jetzt vielleicht der kleine Go. Obvious Sasha könnte vielleicht irgendwas gehen. Aber ja, die leichteste Möglichkeit einfach Teleport. Sehr schön gemacht. Wird allerdings mit der Glimpse sofort zurückgeholt. Und Visage geht down an dieser Stelle. Sehr schön. Ansonsten klar, es funktioniert normalerweise. Wäre da nicht sowas wie Nightstalker. Und vor allem nicht sowas wie Glimpse. Ich meine, früher. Ich weiß gar nicht, ob das hier ist. Ja, der Void-Effekt tatsächlich hat einen Ministun. Weil ich wollte gerade sagen, früher hatte der einen Ministun. Also sehr schön. Und jetzt haben die Visage gesnackt, aber das wird natürlich immer wieder gesehen von Templar-Assassin. Und die müssen jetzt irgendwas gehen. Da kommen auch die Town Police. Da muss Storm Spirit sich. Ja, das war auch der Town Police von Storm Spirit. Die müssen jetzt was machen. Die können es sich nicht nochmal. Oder die können sich nicht erleisten, dass Aegis da anfällt. Und da kommt Templar-Assassin jetzt an und die versucht jetzt irgendwas zu machen. Wunderschöne Wolke an dieser Stelle von dem lieben Disruptor. Und da geht einfach mal Bulldog wieder down. Jetzt allerdings Nightstalker mit dem Kill auf Juggernaut und Sniper hat sich wieder zurück ins Spiel gekauft. Nightstalker geht jetzt allerdings down. Da geht mal einiges. Visage hier mit dem Double Kill. Muss ich irgendwas überlegen, aber Abaddon geht hier ziemlich steil mit dem Ultimate auf der Templar. Das heißt, die geht einfach mal down und in den Staub. Ja, ne, sie ist gestorben. Heftig gemacht, also das Sniper-Buyback hat sich fett gelohnt. Definitiv. Muss Storm Spirit sich irgendwas überlegen. Ich meine, er und Visage sind die einzigen beiden, ne, ja, und er und Visage sind die einzigen beiden, die noch da sind. Haben zumindest erfolgreich verhindert, dass Roshan getötet wird. Immerhin etwas. Ich glaube, das ist kontraproduktiv. Aber es sieht verdammt cool aus. Ob das so gut war für irgendeine Seite, ist natürlich immer noch Team Liquid im fetten Goldvorteil und im fetten Experience-Vorteil. Aber trauen sich trotzdem nichts. Natürlich Abaddon gerade richtig gut geklärt. Ich meine, der hat 5-1. Geht jetzt auf. Ja, worauf geht er denn? Ich meine, es könnte ein Assault werden. Es könnte ein Blade Mail gehen. Ich denke mal, Assault Kiras klingt da vernünftiger. Und jetzt der Go auf Roshan. Und das werden die kriegen. Die werden Roshan nehmen. Gar keine Chance. Schön gemacht. Und der Go auf Sniper, die Aegis. Also, ich weiß ja nicht, ob das Sinn macht. Der stirbt ja schneller als. Als ein Stück Butter im Herd, aber na gut. Nicht schlecht. Ich bin echt gespannt, ob das hier irgendwas ändern wird. Ja, wenn Team Liquid im Vorteil ist, muss ich jetzt irgendwas überlegen. Alliance muss irgendwie ins Spiel zurückkommen, sieht man ja auch. Also. Es ist nicht krass ab. Es ist ein bisschen abgefallen, das hier, aber es ist nicht krass abgefallen. Alliance braucht jetzt irgendwas für ein hartes Comeback. Und ein Bash auf Nightstalker ist schon mal eine Idee. Natürlich mit der Aegis auf Sniper funktioniert das auch sehr gut. Ich hätte aber die Aegis lieber irgendjemandem gegeben, der, ich weiß auch nicht, wie Abaddon perversesten Schaden raushaut. Vor allem, weil der auf Kyrass geht und vielleicht ein bisschen länger am Leben bleiben sollte, eventuell. Damit das halt Kyrass sich auch lohnt. Oder auf so einem Nightstalker. Da könnte das auch relativ hilfreich sein.
Aber, na gut. Ich meine, wer bin ich denn, um das zu entscheiden? Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Ja, ich glaube nicht, dass der Storm Spirit dazu mal kriegen könnte, aber da hat sich tatsächlich Link ins Spiel geholt, wie ich gesagt habe. Jetzt mit der Mystic Staff. Das kann einiges werden. Das kann Shivas werden, das kann Hex werden. Ich denke, an dieser Stelle macht Hex einfach viel mehr Sinn. Ob er allerdings das Geld hat für Hex, ist die Frage. Kostet immerhin mehr als Shivas Guard. Aber Shivas Guard könnte auch interessant sein, natürlich, um gegen den Attack Speed von Sniper anzukommen, gegen den Attack Speed von Nightstalker anzukommen. Aber. Na, ich weiß nicht, der Sniper hat kein Hex. Der hat kein Blacking Bar. Das heißt, da könnte es interessant sein, den rauszunehmen durch Hex. Falls er dann auf Sheepstick geht. Ich meine, er hat definitiv den nötigen Farm. 273 ist kein Pappenstiel, ist ordentlich. Smoke auf Ancient Apparition wird jetzt gekauft. Hat leider keinen mit, aber. Wird jetzt bald auf einen gehen. Hat auch schon Ghost Scepter. Ja, ist mal klar, ne? Gegen so eine Aktion von Temple Assassin, wo der einfach alles auseinanderreißt. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ultimate wird gezündet wieder von Nightstalker. Der sucht natürlich eine Möglichkeit, um auszurasten. Er sucht eine Möglichkeit, um all seine angestaute Wut irgendwo reinzustecken. Am besten das Gesicht von einem Gegner, aber funktioniert gerade nicht ganz so gut. Team Liquid spielt das echt intelligent runter. Außer die paar Aktionen von Juggernaut, die wirklich ein bisschen, nicht ganz so intelligent waren, ja, aber langsam aber sicher kommen die rein. Aber dann muss definitiv überlegen, was er macht. Und wenn er hier weiterhin so steht, ich meine, das ist so weit im Spiel. Da könnte eigentlich Storm Spirit ankommen und den rausnehmen. Ich weiß auch nicht, wieso die nicht Go machen einfach auf den. Und ich jetzt Boots of Travel. Geht wieder zurück zur Base. Ich verstehe. Shivas, Tatsache. Ich hätte mir Hex geholt lieber. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich meine, klar, Shivas macht Sinn. Gegen den gefällten Attack spielt von allen. Ja, sicherlich. Aber ich weiß nicht, ich hätte mir definitiv Hex geholt. Macht einfach mehr Sinn. Vor allem gegen Sniper. Der macht einfach scheiße Damage. Und mit Hex, der hat 1400 HP. Man kann ihn so einfach rausnecken. Jetzt der Smoke. Wunderbar. Jetzt könnt was gehen. Los, Leute. Los, Alliance. Hopp, hopp, hopp. Ihr könnt irgendwas machen damit. Ihr könnt wunderbar viel machen damit. Gehen in den Wald. Und das meine ich. Disruptor braucht mehr Wards. Den einzigen Ward, den die haben, das ist hier. Und die sehen. Nichts, einfach gar nichts. Die brauchen definitiv mehr, weitaus mehr. Vielleicht der Go auf Juggernaut, vielleicht der Go auf den. Die müssen sehen, dass da was geht. Ich auch sehr schön. Jetzt der Go auf Storm Spirit. Ja, nein, vielleicht Apfelkuchen, man weiß nicht so genau. Oh, der teleportiert sich zurück. Der ist weg. Ah, Smoke, nichts gebracht. Gar nichts. Schade. Sehr schade. Aber muss ich jetzt natürlich Team Liquid sammeln. Alliance darf diesen Tower nicht durchpushen. Und Alliance muss alles umgeben durchzupushen. Schönes Aghanim Scepter auf dem Witch Doctor. Da kann er jetzt endlich mit seinem Ultimate noch mehr abgehen. Und wie wir alle wissen, jetzt ist das sehr lustig. Viermal weiterspringen. Das ganze Team ist dann einfach nur insta-raped. Falls er es dann durchkriegt. Dafür braucht er eigentlich irgendwas Cooles. Hat er leider nicht. Blinkdagger auf Juggernaut. Das sieht man auch relativ selten, aber ist sehr effektiv, definitiv. Sieht man nur im Public relativ selten. Oh, wunderschön. Jetzt das Engagement bei dieser Stelle. Und da geht Juggernaut rein, möchte Ulti zünden und schafft gar nichts durch Blacking Bar. Wunderbar. Jetzt Nightstalker sein Blacking Bar komplett waste, mehr oder weniger. Nur noch 8 Sekunden. Aber der Cooldown ist natürlich ewig lange. Healing Ward ist am Start. Da könnte irgendwas gehen. Wunderschöne Wolke an dieser Stelle. Und Juggernaut wird hier hart angegangen mit dem Sides. Aber die Wolke hilft natürlich unglaublich krass mit. Visage an dieser Stelle dabei. Und Amadon mit seinem Ultimate verhindert einfach mal alles. Und da geht der Erste. Geht er down. Geht er down. An dieser Stelle geht der Nightstalker. Wunderbar. Jetzt sogar auf Disruptor natürlich mit dem Storm Spirit. Hat 15 fucking Charges. Der geht ab. Also heuer die Waldfee fragt nicht nach Sonnenschein. Juggernaut trennt hinterher hinter Amadon. Das wird wohl gar nichts werden. Vor allem, weil er ist in der Townportal hat. Also, Satz mit X war wohl nichts. Jetzt hier vielleicht der Go allerdings auf Sniper. Das könnte was werden. Aber nee, der hat Senshin ja dann viel zu schnell. Und Abaddon ist weg, wie ich gesagt habe, wegen Townportal. Aber schön, zwei Leute rausgeholt. Sehr schön. Also Team Liquid spielt das hier aber souverän, nachdem wir am Anfang so extrem am Schottern waren, sage ich mal. Ironisch, dass ich gerade gestottert habe. Machen die das ziemlich gut. Also die gehen ziemlich gut hier wieder raus. Was sie im Treffen. Gefällt mir unglaublich. Und ja, die Linken Sphere hat sich fett gelohnt, aber nein.
Natürlich nicht. War ein bisschen sarkastisch gemeint, aber na gut. Natürlich hat der Shiva's Guard hier auch wirklich sehr stark mitgeholfen. Jetzt sogar auf dem Middle Tower wird natürlich hier mit dem Totem verteidigt, aber ich glaube nicht, dass es Sinn gemacht hat, die Rune da zu zünden. Die sollte man eher für solche Gebäude hier aufbewahren, nicht für einen Tower, der schon tot ist. Vor allem, falls man den eh nicht deffen will. Ich glaube, die Rune war Fail oder zumindest ein Fehler. Nicht unbedingt Fail, aber Fehler. Fängt beides mit F an. Und hat einen älteren. Der Zauber macht es auch nicht mal zu lange. Sollte vielleicht noch ein bisschen angehittet werden. Macht der Night Stalker auch sehr, sehr schön. Sollte ange... Ja, sehr schön denied. Damit er denyen kann. Wunderbar. Und Juggernaut mit seinen 06. Also, klar, Blinkdagger ist eine coole Idee. Für Blinkdagger und Ultimate sofort reinmachen, klar. Aber man muss definitiv aufpassen, dass man nicht so eine Blacking Bar erwischt. Weil dann ist das Ultimate hinfällig. Vor allem, falls man den allein erwischen möchte. Man macht Ultimate. Und ja, er macht Blacking Bar und das war's. Und ich weiß gar nicht, ob es dadurch abgebrochen wurde hier vorhin. Oder ob er nicht einfach alles gemacht hat. Aber es sah nicht danach aus. Es sah gar nicht danach aus. Ja, ich habe keine Ahnung, was er gerade verhindert ist. Was gerade verhindert hat. Ich denke Blacking Bar, aber. Keine Ahnung. Das ist auch so etwas, wo ich die Expertise von natürlich gebraucht hatte. Ich vermisse ihn jetzt schon und das ist nur ein Tag. Ja, so ist das. Crystal ist auf Sniper, also der wird eine lichte Glaskanone. 1400 HP, nicht zu melden, nicht zu sagen und doch schon respawned. Aber scheiße am Damage machen. Aber dann legt sich immer wieder mit Storm Split an. Ich weiß nicht mal wofür. Der Junge hat 16 Charges. Selbst wenn man ihn tötet, kommt er sofort wieder ins Spiel zurück. Aber was interessant sein wird, ist das hier. Das wird sehr interessant sein. Vor allem hat er jetzt einen Schieß. Also das heißt, man könnte immerhin so ein Foregate versuchen. Steht hier wegen Counter-Strike-Cheese. Wegen Starcraft-Cheese, egal. Hedge Operation mit dem Ultimate, die wissen natürlich, was angeht. Die wissen, was abgeht. Juggernaut. Jetzt auch mit dem Go, aber Roshan, wenn die erlauben, dass Roshan fällt, die laufen alle los. Tom Spirit sollte sich vielleicht dahin teleportieren mit Boot of Travel. Die werden den gleich brauchen. Und Temple Assassin hat natürlich Aegis, wunderbar, Wert von den Cheese. Der ging an Visage, sehr schön. Aber mussten die einfach so hinnehmen. Allein ist nicht gerade mit dem besten Spiel, was die hier hatten liefern können, also ein bisschen hinterher. Natürlich schön gespottet mit dem Ultimate von Ancient Operation, haben die natürlich gut das Spiel gelesen, aber was sollen die dagegen machen? Währenddessen pusht Storm Spirit. Ich hätte mein Aegis ja wirklich aufs Storm-Spirit gegeben, der hat ja einen Slot. Klar, Temple Assassin macht auch übelst was aus, aber... Ja, ich weiß nicht, ich hätte es wirklich auf Dings gegeben. Auf Storm-Spirit. Immerhin sehr schön, dass Temple Assassin endlich hier Daedalus hat. Also immerhin geht sie ein bisschen auf Schaden. Was man auch natürlich von Nightstalker behaupten kann. Sollte aber jetzt auf Sacred Relic sparen. Sollte vielleicht auch so eine Bottle verkaufen. Die bringt jetzt wirklich gar nichts mehr, was Heilung angeht. Und die einzelnen Runen werden sofort instant weggesnackt. Sollte eigentlich hingehen, die Bottle verkaufen, Sacred Relic kaufen und dann auf seine Abyssal Blade gehen. Ob das allerdings die beste Lösung ist, wage ich ein wenig zu bezweifeln. Aber na gut. Es ist schön zu sehen, wie er immer wieder seine Boot switcht. Disruptor immer noch ohne Ultimate, ohne Aghanim Scepter. Das Game dauert verdammt lange. Ich glaube, ich mache so wie beim letzten Game, dass wenn ein Game länger als eine Stunde geht, ich das in zwei Parts splitten muss. Sonst ist das wirklich einfach zu viel. Vor allem, weil ich jetzt alleine mich um den Account kümmern muss, während ich rendere und hochlade, ist mein Internet bzw. mein PC komplett ausgelastet. Kann ich ja nichts machen. Also keine Sorge, es kommt euch im Endeffekt zugute, ja? Mehr oder weniger. Sonst bin ich halt immer für einen halben Tag komplett raus. Wenn Leute dann irgendwas schreiben, uns bei Facebook oder YouTube-Kommentaren und so, kann ich dann gar nicht antworten. Natürlich auch doof. Das kommt davon, wenn man in irgendeinem hinterletzten Kaffee Gelsenkirchen wohnt. Das ist Internet scheiße. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Double Damage Rune auf Temple Assassin. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Das könnte der letzte Go werden. Achten wir einfach mal auf die erhaltene EP. Die ist bei 20.000. Gold liegt wahrscheinlich bei 13.000. Und jetzt der finale Go.
wahrscheinlich der finale Go. Ohne Storm Spirit und Witch Doctor könnte es ein bisschen knapp werden, aber gleich müsste Ende sein. Oder auch nicht. Vielleicht nochmal eine schöne Zeit, um einen Schluck zu trinken. Na, das Ultimate war sehr hilfreich. Er wird bestimmt sterben. Es traut sich aber auch keiner was von dem Visage jetzt mit Boots of Travel, damit die natürlich omnipotenter sind, omnipräsenter sind. Witch Doctor mit dem Blink Dagger ist auch eine sehr schöne Idee. Natürlich, um schneller da zu sein. Die versuchen jetzt alle schnell auf Engagement, schnell auf Omnipräsenz zu spielen. Es ist sehr gut. Die merken natürlich, die von Alliance laufen nur noch zusammen rum, jetzt auch gesmoked. Möchten natürlich immer wieder versuchen, einzelne von uns rauszupicken. Wir müssen schnell da sein, müssen schnell reingehen können. Unsere Stärke liegt darin, die zu überraschen. Das haben die bis jetzt jedes Mal sehr gut gemacht. Jetzt kommt der Go, und das meine ich halt. Der putiert sofort weg, der Juggernaut. Jetzt kommt einiges der Go-Visage, die kann nicht mehr länger machen. Die braucht den Cheese, die braucht den Cheese. Wieso frisst du nicht deinen verdammten Cheese? Jetzt der Go auf Stormsplit, und Stormsplit geht down. Natürlich hat das, er hat nicht das Seges. Ha, er hat nicht das Seges. Das meine ich, dass man es auf dem machen muss. Da ist es geht auch down. Also 3 gegen 4 an dieser Stelle. Wunderbar getradet. Er hat eigentlich alles bekommen. Jetzt die Templar Sets natürlich da, aber die wird fallen. Irgendeiner von denen wird doch wohl Detection haben, oder? Irgendeiner von euch ohne Detection? Bisschen doof. Ich weiß auch nicht, wieso Visage nicht seinen Cheese gezündet hat. Das war ganz doof. Und Balana hat sein Abyssal Blade. Also der Kampf war auf jeden Fall hervorragend für Alliance. Den habe ich auch gar nicht kommen gesehen. Die waren auch ein bisschen alle durcheinander. Die waren sehr verstreut. Das meine ich. Wenn Alliance den Kampf diktiert, wenn Alliance engaged, wann Alliance engagen will und die von Team Liquid ein bisschen durcheinander spielen, ein bisschen nicht zusammenstehen, nicht schnell genug reinkommen, dann zerstört Alliance einfach alles, was da ist. Denn die haben Balana mit scheiß übertriebenem Damage. Die haben einen Abaddon mit scheiß übertriebenem Damage. Und die müssen den Kampf diktieren. Die müssen reinspringen und sagen, Jungs, genau so und nicht anders. Und das machen die nicht. Jetzt Butterfly auf Templar Assassin. Und der nächste Go auf Stormspirit. Natürlich einiges an Charges verloren. Und das Abhauen ist natürlich noch ganz, ganz lang gesilenced. Er geht down. Er geht wieder down. Der erlaubt sich auch viel zu viel. Und das feedet den Nightstalker so übermäßig. Man darf nicht in der Nacht sich so weit rausdauen. Auch nicht als Stormspirit. Also die Aktion absolut unnötig. Absolut unnötig. Und er verliert gar Charges. Er ist von 20 auf 6 runtergefallen. Das war. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Und hier ist ja auch nichts. Also, wenn ihr das noch holen, dann fetten Respekt an Alliance und herber Fail von Team Liquid. Das hätte nicht sein müssen. Der Mitte Tower hier hat gar kein Leben mehr. Wird wahrscheinlich sterben. Sniper könnte dann eigentlich engagen. Wir brauchen nur Vision. Die trauen sich natürlich nicht. Würde ich mich auch nicht ohne Stormspirit. Die müssen sich irgendwas überlegen. Klar. Fortify wird gezündet. Wir ziehen sich zurück. Roche dauert noch ein bisschen. Mit Stock hat immerhin den Tower denied. Es kann wieder das Smoke gezündet werden. Falls irgendeiner von denen Smoke hat. Ja, aber die haben Gem. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wie, keiner von denen hat einen Smoke? Seltsam. Oh Gott, was machst du denn da? Was machst du denn da? Du bist ja instant oh, oh, wunderbar, mit seinem Ultimate noch irgendwas gemacht. Visage geht nochmal rein, erwischt, Ancient Operation. Der schiebt einiges, sehr, sehr schön gemacht. An dieser Stelle, gutes Engagement. Das überhaupt, der kann gar nichts mehr machen. Und aber doch versucht, irgendwie verzweifelt wegzukommen. Juggernaut kommt nicht allzu gut hinterher, aber gleich ist ein Blinkdecker wieder da. Und dann kann er was machen. Blinkdecker, Blinkdecker, wunderbar. Und er blockiert das. Was für eine Aktion! Was für ein Glück! Mehr Glück als Gehirn, wirklich. Mehr Glück als Verstand. Was für ein Luck das war in dieser Sekunde. Alter Schwede, wirklich, nee. Nee, also anstelle von Abaddon hätte ich, glaube ich, gerade meine Tastatur durch den Monitor durchgeworfen. Einfach so längst da reingesteckt. Weil das war also wirklich, mehr Glück kann doch ein Mensch nicht haben. Das war wirklich, wirklich mehr Glück als Verstand. Da möchte ich jetzt nichts zu Juggernaut sagen. Der kann super intelligent meinetwegen sein, ist ja Wurst. Das war scheiße Glück und verdammtes
Unglück von Abaddon und das war's. Also das Spiel ist jetzt geworfen. Die werden die Mitte jetzt zerstören. In 30 Sekunden ist erstmal der wichtigster Held da und in einer Minute der zweitwichtigster Held. Sniper wird alleine nichts reißen können, der stirbt schneller als alles. Und jetzt zerstören die einfach nur noch. Jetzt rapen die. Jetzt gehen die drauf. Alter Schwede, war das eine Wende! Wir haben die das Engagement denn hinbekommen. Das war ja hammergeil, war das. Schönes Ultimate hier auf Visage. Da können die ein bisschen deffen zusammen, aber zwei Lanes verloren. Das ist sehr bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Und jetzt teleportiert er einfach alle hier hin. Deswegen haben die auch alle Boots of Travel. Und wieder 11 Charges auf Storm Spirit. Da hat auch Mjolnir selbst. Der macht Damage. Und schauen einfach mal, wie das aussieht. Da kam dieser kleine Founder. Wusch, meine Fresse, ist das oben. Alter Schwede. Das ist nicht schlecht bei 20.000. Das war dieser Fall. Das war dieser Fight, der bei Roshan war. Das war dieser Fight, der wo Storm Spirit alleine gestorben ist. Sinnlos. Nee, nicht bei Roshan. Das war der Fight hier, den meine ich. Und dann wieder so haushoch rausgeholt. Das meine ich halt, wenn die das Engagement diktieren können. Die waren alle sofort da, alle sofort alles gezündet und gar keine Chance gehabt. Aber wenn die alle nacheinander reinlaufen, ist es natürlich doof aus. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie der Witch Doctor sich da im Leben halten konnte. Lang genug, damit sein Ultimate noch einen rauspickt. Und sein Ultimate hat ja wirklich komplett einfach einen getötet instant und die anderen wurden so hart gedamaged. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also ich würde mir gerne das Replay angucken. Der wurde hier angegangen und dann stand er einfach nur hier auf einmal und hat einfach alles zerstört. Ich habe es auch wirklich nicht so gut sehen können, weil so viele Effekte durcheinander geflogen sind. Dann sagen die sich alle Hallo. Sorcerer sagt High Five, aber dann nicht mit dir und Sorcerer da. Ich bin einfach weg. Nächste Go auf Roshan. Ich glaube nicht, dass er allein irgendwas gegen machen kann. Die wollen, aber die machen es nicht. Bishop Bait ist zwar schön und gut, aber wird dem auch nicht helfen. Monkey King Bar auf Star Spirit und Abaddon rastet komplett aus. Hat gar keinen Bock. Cheese noch da. Sollte sich vielleicht Cheese holen, aber womit denn? Geht hier einfach nur noch auf alles drauf, was man drauf gehen kann. Jetzt der Go von Disruptor, der Go von Nightstalk. Jetzt könnt ihr hier zum richtig fetten Tieffall gehen. Star Spirit ist natürlich mittendrin und da kommt der Witch Doctor und er raped fucking alles. Das ist Ultra Rape, was das ist. Das ist Zerstörung pur. Terminator. Scheiß auf Bushido, das ist der Endgegner. GG, well played. Alter Schwede. War das ein krasses Ultimate. Da, herrlich. Hammergeiles Spiel, das hat Zurich, das verpasst halt, schade. Richtig geil. Weiß gar nicht, also falls es länger als eine Stunde war, habe ich das in zwei Teile gesplittet. Tut mir leid, falls ich das gemacht habe. Aber ich bin jetzt alleine eine ganze Woche für den Kanal verantwortlich und da brauche ich ein bisschen Zeit zwischendrin fürs Uploaden und Rendern. Ich kann es mir nicht erlauben, den PC so lange auszumachen. Es ist dann im Endeffekt aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich fand, das war ein hammergeiler Shoutcast. Falls ihr irgendwas zu sagen habt, entweder zu meiner Technik der Shoutcast oder Verbesserungsvorschläge, Kritik, wie auch immer, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Ich werde es mir definitiv durchlesen. Habe ich auch bei dem letzten Single-Shoutcast von mir gemacht. Und ja, schaut einfach zum nächsten Video rein. Ist ja ein Best of Three in diesem Turnier. Das nächste Video müsste jetzt hier als fette Anmerkung aufgeploppt sein. Und für all diejenigen, die das Ganze über Handy gucken, natürlich in der Beschreibung. Falls ich es per Anmerkung vergessen habe, dann schaut einfach in die Beschreibung. Okay? Ich glaube, das ist am leichtesten für alle. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Jungs, und ciao, ciao. Dankeschön fürs Zugucken.